Servus, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zur nächsten Folge Portal 2, der Singleplayer-Kampagne. Hier sind wir letztes Mal stehen geblieben, bei diesem wunderschönen Galen. Das ist ja jetzt hier in der letzten Folge dazugekommen. Ich glaube, das Blaue hatten wir schon davor in der Folge, ganz kurz. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja. Dann gucken wir doch mal, was wir hier machen können. Hier hinten brauchen wir auf jeden Fall das Beschleunigungsgel, denke ich. Um dann da hochzukommen. So. Wollen wir doch mal gucken. Genau, die ganze Bahn schön ausgelegt. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, hallo? Hier brauchen wir dann da oben das Sprunggel. Genau. Und jetzt müssen wir erstmal darüber kommen. Zack. Jetzt muss das so laufen. Na, dann komme ich da bestimmt hier hinten drauf. Und da ja. Aha. Fast wäre das nicht gut ausgegangen. Hier runter muss ich. Alles klar. Da dran mitnehmen. Was genau ich mit dem jetzt machen kann, weiß ich noch nicht, aber ich habe ihn schon mal. Ach, da unten. Da unten muss ich was damit machen. Ja, gehen wir doch mal, wenn wir da runter, ne? Bestimmt Gel drauf. Sprunggel, damit das darüber geht. Ah, ne, da muss der hier erstmal weg. Ich muss zurück. Weil das Sprunggel muss ja erstmal auf die Seite aufgetragen werden. Haben jetzt. So. Jetzt können wir den Würfel wieder drauflegen, damit das Ding sich wieder umdreht, weil jetzt ist die Farbe da drauf. Und dann können wir darüber springen. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir da hoch? Oder da so besser dran. Ah, da ist eine Beschleunigungsgedöns. Wenn ich jetzt hier sage, da machen wir das drauf. Noch ein bisschen hier einmal kurz da dran. Und da unten müssten wir, glaube ich, auch da dran kommen. Wenn ich mich jetzt hier rüber teleportiere, portalisiere. Müssten wir auch hier dran kommen. Perfekt. Und wir müssten da drauf landen und hier Euer rüber Interesse springen habe können. immer noch bis zur Perfekt. Frage über das Haha. gerade erwähnte Bonusprogramm. Wie gesagt, ihr müsst uns nur erlauben, euch auseinanderzunehmen. Wir fuschen hier nicht rum. Wir wissen, wie man einen Menschen wieder zusammensetzt. Eine komplette Rundumerneuerung. Aus alt mach neu. Außerdem entfernen wir alle Tumore. Im Grunde müsstet ihr uns bezahlen. Ja, genau. Wir müssten euch bezahlen. Ist klar. Mr. Aperture Science. Mr. Cave Johnson. Weißt Weiß gar nicht, du, ob der vielen Dank. noch Ich kann weiter Ihnen in diesem nur Spiel zurückgeben, auftaucht, danke. Cave Johnson. Eure Wahrscheinlich tapfere nicht, ne? Bereitschaft, unser Rückstoßgel zu testen.
Ihr habt der Gesellschaft einen überaus großen Dienst erwiesen und die Menschheit wird euch dafür dankbar sein. Bitte nehmt eure persönlichen Gegenstände wieder mit. Alte Zeitungen und Einkaufswagen sollen hier nicht die Gänge verstopfen. Für viele von euch sind 60 Dollar sicher ein ungeahntes Vermögen, aber gebt nicht gleich alles aus für... Carolyn, was kaufen sich diese Leute so? Schuhe ohne Sohlen? Bartläuse? So, was kann man denn hier schönes machen? Ich hätte gern ein Ticket, bitte. Ticket. Notice. Please excuse the inconvenience. This elevator is out of service until... Komm. Ich will auch einfach hier hoch, ne? Pump Station Gamma. Oh. Das war jetzt so nicht geplant, aber... Na gut. Gehen wir direkt hier rüber. Ich wollte mich hier drüben eigentlich erstmal zugucken. Ja, alles angucken. Weißt du, ja, ganz toll. Hältst du es eine Weile ohne mich aus? Ich muss nachdenken. Ja, das kriege ich hin ohne dich. Kein Thema. Gar kein Problem. Warte mal, da kommt jetzt noch ein Gel dazu. Was war denn das jetzt nochmal für ein Gel? Das Weiße. Ach, Scheiße. Was passiert beim Wald? Das macht, dass ich wohl was dran sprudeln kann. Warum ist das Weiße jetzt wieder aus? Auf jeden Fall hätte ich gerne jetzt orangenes Bier. Okay, das hat nicht funktioniert. Ich hätte da jetzt gerne orangenes Bier. Hier kann man... Warum kommt da jetzt kein weiteres Gel raus? Was soll denn das? Achso. Bin noch ein bisschen doof, ne? Wie komme ich denn jetzt hier raus, bitte? Das ist nicht geplant. Warum kann ich denn hier nichts dran machen? Warum kommt hier nichts mehr raus? Ah! Gut, ich will ja hier hoch. Ach so. Zack. Ah, und hier ist es fast. Hui. Hier kann ich durch. Ich schieße drauf. Hab's nicht geschafft. Tut mir leid. Also weiterdenken. Da will ich hoch. Geht das? So. Das ist schräg. Deswegen sieht das so komisch aus.
Unten habe ich doch auch keine Wand, wo ich drauf springen kann. Das funktioniert so nicht. Ich meine, da oben kann ich auch, was ist denn hier nochmal? Ach so, ja natürlich. Das ist die Etage da drunter. Wo ich da hingekommen bin. Von hier aus, ne? Ja. Jetzt alles aus, Donner. Kommt man dahin? Ich bin ja auch ein bisschen dusselig. Und los! Haha! Willkommen im Richmond Center. Seit die Teilnahme am Test für alle Mitarbeiter zur Pflicht wurde, hat sich die Qualität der Testsubjekte dramatisch verbessert. Die Mitarbeiterbindung hingegen nicht. Ach, ist auch älter, dann ist noch mal älter geworden. Keine Verwendung mehr finden. Vorher stehen aber noch einige Dinge aus. Die Pfennigfuchser meinten, wir könnten uns das Mondgestein nicht mal leisten, wenn es 7 Dollar kosten würde, geschweige denn 70 Millionen. Haben es trotzdem gekauft. Haben es gemahlen und zu Gel vermischt. Und weißt du was? Gemahlene Mondsteine sind pures Gift. Ich bin todkrank. Aber sie sind tolle Portalleiter. Wir testen gerade, ob sich durch die Verwendung dieser neuen Portale das Mondgift aus der Blutbahn entfernen lässt. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Denken wir positiv und forschen weiter. Mhm. Ich wäre dir dankbar, wenn du diese Tests so schnell wie möglich durchführen könntest. Ja. Allem, bring mir noch ein paar Schmerztabletten. Kann ich jetzt hier nichts weiter machen? Achso, doch. Ja. Ich dachte, ich müsste warten, vielleicht bis er ausgesprochen hat. Aber dem Herrn Johnson geht es scheinbar nicht ganz so gut, nicht wahr? So, ab in den Fahrstuhl. Scheinbar ist dieses Gel so ein bisschen krebserregend oder so. Weswegen man dem vielleicht nicht allzu viel ausgesetzt sein sollte. Aber ich glaube, da haben wir keine Wahl. So. Da kann ich was dran machen. Wo mache ich es woanders dran? Wo es mir was nützt, weißt du? Ups. Wo es mir was nützt. Irgendwo gegensprudeln lassen. Kann ja jetzt hier nichts weiter machen, ne? Sehe ich etwas absolut? Oh! Ja. Also man kann nicht nach hier draußen. Somit kann ich nach hier draußen. Das ist perfekt. So, jetzt kann ich anhand dessen das da hinten besorgen. Hier dran. Ja, perfekt. Wenn ich da ein Portal mache, kann ich mich da hochschießen lassen. Wahrscheinlich. Gut. Kriege ich
nach rechts hin. Noch nicht. Falsche Richtung. Freundchen. So rum. Zack. Jetzt hier sozusagen noch hochbauen, ne? Durch, perfekt, den kann man ja jetzt hier schon mal da hoch. Somit könnte das funktionieren. Das brauche ich erstmal das Gel nicht mehr. Okay. Einmal hier oben dran. Und einmal hier dran. Ist ja egal. Zack. Einmal da ist es schon. Und einmal hier. Da könnte ich da dran kommen, ha? Vorstellen. Ja. Ich habe nachgedacht. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach keine Limonade draus. Ja. Schmeiß die Zitronen zurück. Ja. Wehr dich. Ja. Ich will deine blöden Zitronen nicht. Was soll ich damit? Ja, nimm die Zitronen. Verlang nach dem Geschäftsführer. Ja. Das Leben soll es bereuen, Cave Johnson Zitronen gegeben zu haben. Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben? Ich jage Ihnen das Haus in die Luft. Mit den Zitronen. Die Frage ist, dieser Cave Johnson ist ein bisschen verrückt, kann das sein? Wieso dann nicht auch die Intelligenz und die Persönlichkeit eines Menschen? Daran arbeiten die Techniker gerade. Brain Mapping, künstliche Intelligenz. Darum hätten wir uns schon vor 30 Jahren kümmern sollen. Aber jetzt ist es zu spät, über verpasste Chancen zu jammern. Ich sag dir das. Und ich spreche es auf Band, damit ich es jeder 100 Mal am Tag anhören kann. Wenn ich sterbe, bevor man mich in einen Computer einschmeißen kann, soll Carolyn den Laden hier schmeißen. Sie wird sich zwar sträuben und sagen, sie kann es nicht bescheiden, wie sie ist, aber dann zwingt ihr sie eben. Meinetwegen steckt sie in meinem Computer. Okay, ist vorbei. Ihr könnt wieder zurück. Der ist, glaube ich, ganz schön krank, der Mann. Ganz schön krank. Ups. Na los. Ich will doch bestimmt hier weiter hoch. Oder nicht? Will doch. Das bringt mir ja nichts hier. Weil hier unten ist ganz unten was zum Hochfeuern. Ja gut, was würde mir das bringen, ne? Ich gehe mal eine Etage tiefer. Hier hin nämlich. Ich glaube, in der Etage hier wird man den Fahrstuhl einstellen können. Nicht? Schade. Ich habe es für logisch gehalten. Gibt es hier noch andere Punkte, an denen man irgendwelche Aggregate ein- und ausstellen kann? Ich sehe jetzt nichts. Doch da noch. Wie kommt man da hin? Flipper vielleicht? Ja. Kann man aber nichts machen.
aus irgendwas, was ich da oben machen kann. Nur was muss ich da oben machen? Das ist jetzt halt wirklich da die große Preisfrage, ne? Ich muss 100%ig weiter hoch. Hier oben kann ich nirgendwo mal ein Portal gegen schießen. Ich bräuchte so ein weißes Gel dafür. Was ist hier an dem Ding das Problem? Hier steckt doch irgendwas dazwischen. Oh Gott, das war aber nicht geplant. Eigentlich wollte ich nur gucken, ob da dieser Balken überall zwischen. Autsch. Von hier bin ich reingekommen. Das ist schön. Das ist wunderschön. Was ist hier dann das Problem? Das bringt hier gar nichts, ne? Irgendwas dran kaputt. Ich weiß noch nicht, wie ich das ausmerzen kann. Ja, wie kriege ich das geregelt? Ja, es ist dran kaputt. Wahrscheinlich drauf springen müssen, nehme ich jetzt mal an, dass es vielleicht wieder läuft. Nur, wie soll ich das machen? Hier oben ist nicht so. Ich hab's. Wenn ich mir jetzt hier total den Knaller. Ich hier so rausspringe, ne? Und dann auf der Seite falle. Bringt mir das nichts, weil ich will ja nach da oben. Gut, ne? Jawohl. Das ist doch jetzt beschissen. Wie kriege ich das Ding zum Laufen? Ich muss doch von hier aus rein.
er da drauf kommt. Bringt das was? Also wie ich es versucht habe, nicht. Liegt aber eher daran, dass er dass das Ding nicht gut ausgerichtet war. Sagen wir es mal. Probieren wir es mal so. Und los. Das funktioniert nicht. Ich bin nicht hoch genug. Hä? Also, ich bin ja nicht der Hellste in dem Spiel, ne? Aber ich habe jetzt vielleicht gesagt, dass man auf aus großer Höhe da drauf fallen muss, damit das einen Schlag kriegt, damit das runterfährt. Dass man sich dann, indem man von oben nach ganz unten springt, dahin katapultieren kann, dass man da hochkommt. So muss das doch irgendwie gehen, oder nicht? Die Frage ist nur, funktioniert das genau so? Das hat es nicht geändert. Irgendwas muss man doch hier machen können. Was kann man hier dran machen? Ich habe aber auch nichts, um irgendwie was drauf zu schmeißen oder sowas. Was mache ich denn jetzt? Ich hänge jetzt seit Ewigkeiten in dieser Kammer, wie auch immer. Es tut mir echt leid, ne? Aber ich check's nicht. Man hier dran liegt. Kann ich das Ding zum Laufen kriegen? Verdammte Axt! Ich kann ja auch nirgendwo ein Portal gehen. Nirgends. Und wenn ich das hier mache, um da hochzukommen, bringt mir das nichts, weil ich dann nicht hoch genug bin. Nochmal. Siehst du? Bin ich nicht hoch genug für. So nicht hoch. Oh Gott. Jetzt bleibt da oben. Was übersehe ich hier? Ich muss noch mal auf die Seite. Vielleicht sehe ich da noch ein bisschen was anderes. Hier ist ja auch das hier. Mit diesem Ding kann man hier so weit ein bisschen weiter reingucken. Bringt mir das was? Ich glaube nämlich nicht. Kann man hier irgendwas machen? Oh Gott. Jetzt falle ich schon wieder runter. Kann ich hier mit irgendetwas machen? Ich bin gerade echt überfragt, Leute. Kann man nirgends.
musst du was dran schießen. Ich stelle mich richtig, richtig dumm an. Aber da hier ist auch nichts mit dem Gel. Halt so, ne? Da drauf zu springen. Ich habe das echt gedacht, dass das das Rätsels Lösung wäre. Oben ist aber auch nichts. Und ich wüsste nicht, wie ich mich anders katapultieren lassen sollte. Ich kann mich ja auch nicht an dieses Ding dran katapultieren lassen irgendwie. Naja. Irgendwie wird es gehen. Aber wie das Ganze geht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei sein werdet. Über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich auch ziemlich freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir wieder Portal 2 die Singleplayer-Kampagne spielen. Bis dahin, ciao.